Servus LinkedIn, Servus YouTube. Es geht heute um die Justierstrebe. Da gibt es nämlich ein neues Update und das war alles nur möglich wegen eurem Input über YouTube und über LinkedIn. Eure Beiträge haben dazu geführt, dass ich eine neue Version dafür erstellt habe. Habe keinen Hersteller für mich gewinnen können, beziehungsweise es kam kein Kontakt zustande, vielleicht kommt er noch. Deswegen habe ich keinen Hersteller implementiert, aber ich habe euch die freie Verfügung gegeben, alles einstellen zu können. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Hersteller dazu, da könnt ihr mich dabei unterstützen. Ich habe einen Button hier auf meiner Homepage, ihr könnt mich auf Google bewerten über eine Rezension und das ist für mich ein hilfreiches Werkzeug, um den Herstellern zu zeigen, dass meine Ware eine gute Ware ist. Genau, und da würde es mich natürlich freuen, wenn ihr im Austausch für dieses kostenfreie Produkt hier eine Bewertung dalassen würdet. Ja, ansonsten geht ihr auf www.subgrade, also und geht hier in den Downloads-Bereich. Die Justierstrebe ist kein Einbauteil, das ist ein Montageteil, sei dazu gesagt. Das heißt, hier einmal auf Montageteile klicken und dort könnt ihr die Justierstrebe Version 2411 herunterladen. Ihr müsst einmal hier die Kontaktdaten ausfüllen, damit ich den Herstellern auch sagen kann, hey, da hat jemand das Ganze heruntergeladen, dann kann ich präsentieren, hey, so viele Leute sind von den Subparts überzeugt. Ich werde jetzt wieder umgelotst und jetzt habe ich die Möglichkeit, jegliche Einbauteile herunterzuladen oder komme wieder auf die Montageteile zurück und gehe auf die Justierstrebe. Ihr seht, die Downloads funktionieren alle. Ich öffne meinen Ordner und bin jetzt hier in meinem Download-Ordner und alles, was ich tun muss, ist ein Drag and Drop der SMZ-Datei hier ins Teilbild. Und dann sage ich einmal OK, bestätigen und habe jetzt die Version 2411. Ich zeige es nochmal, wo es in der Bibliothek zu finden ist. Bibliothek, Büro, Subparts und hier die Justierstrebe. So, dann könnt ihr das Ganze eigentlich starten, absetzen, bearbeiten und so weiter und so fort. Ich habe hier schon eine abgesetzt und zeige das Ganze an diesem Beispiel. Und bevor ich das zeige, muss ich erstmal, oh, hier fehlt ja ein Text unten, ja, blendet mal gleich mal ein. Also ihr könnt euch das Ganze natürlich auf der alplan-einbauteile.de alles herunterladen und dann habt ihr das zur Verfügung. Ich deaktiviere jetzt meinen Kamerakopf, weil ansonsten seht ihr das halbe Interface nicht. Und ihr habt jetzt die Zeit, das Video zu teilen, liken und zu kommentieren. Eins davon müsst ihr machen, ansonsten habt ihr 7 Jahre schlechtes BIM. Ja. Ich hoffe, ihr habt es geschafft in der Zeit. Ansonsten jetzt noch ganz schnell nachholen und dann zeige ich euch, was sich jetzt geändert hat. Vielleicht zeige ich kurz die Vorversion. So hat die davor ausgesehen. Und wichtig ist jetzt, ich hatte hier so den Steg angebaut in der Mitte und das alles so neutral gehalten und hier unten ist eigentlich die Länge angegeben. Ne? Das heißt, mittig wäre nicht möglich gewesen und hier müsste dann irgendwo das Loch sein. Dazu war der Absetzpunkt, der Referenzpunkt war unten. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier aktiviert hatte und den Drehwinkel eingegeben hatte, war das der Festpunkt. Dank ein paar schlauen Leuten auf YouTube und auf LinkedIn, ganz besonders den Andreas Böhm, den möchte ich hier gleich grüßen und Danke sagen, denn der hat sehr viel Input gegeben, finde ich. Und er hat auch gesagt, hier der Festpunkt, der muss oben sein und nicht unten. Aus meiner Sicht soll er nicht nur oben sein, sondern sogar am Punkt des Loches. Und das war hier noch gar nicht vorhanden. Jetzt schauen wir uns die neue Version an, die ist neu aufgebaut. Ich habe jetzt hier sozusagen zwei Planken erstellt, sodass man die Lochung hier in der Mitte überall ansetzen kann, egal ob das Ding jetzt so aussieht oder nicht. Das kann eigentlich egal sein. Es ist nur wichtig, dass das Loch an der richtigen Position sitzt. Und wo ist das Loch? Wir schauen uns mal die andere Seite hier in der Animation an. Sondern sehen wir hier mit einem 3D-Kreuz ist das Ganze versehen. Es liegt genau auf derselben Ebene wie diese Schicht, deswegen ist die hier so schimmernd. Ich wollte die aber nicht um 0,0001 mm versetzen, das wollte ich trotzdem nicht. Den Fakt muss man einfach eingehen, dann kann man das Ganze hier einfach verschieben an diesen Punkt. Und noch mehr, wenn ich jetzt das Ganze jetzt aktiviere, dann habe ich den Festpunkt hier oben. Und wenn ich das Ganze drehe, passt das. Ich sage euch, diese Umstellung von unten nach oben hat sehr viel Arbeit gekostet. Sau viel. Brutalst viel. Glaubt man gar nicht, aber man musste wirklich alles jetzt rückwärts programmieren und zurücksetzen. Aber gut, habe ich gemacht.
Weil ich wollte natürlich ein anständiges Ergebnis und ein brauchbares Produkt. Wie gesagt, auch wenn das kostenfrei ist, ich möchte trotzdem nicht, dass dann dieses Bauteil, wo ich dann Arbeit reingeschickt habe, dass das einfach nur als Download-Leiche in meiner Bibliothek vergammelt. Ich möchte natürlich, dass das auch gedownloadet wird und genutzt wird. So, was können wir noch machen? Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier zu aktivieren. Wir haben die Möglichkeit, den Abstand des Loches zu versetzen. Das heißt, es muss nicht mittig sein. Wir geben hier Millimeterangaben an in Plus oder Minus. Sagen wir mal, wir wollen das um 35 Millimeter verschieben. Und jetzt verschiebt sich die ganze Strebe nach unten. Das Loch bleibt, weil das Loch der Referenzpunkt ist. Das heißt, wir verschieben zwar schon den Abstand des Loches, aber der bleibt auf derselben Höhe. Der bleibt auf der Höhe von Verschiebung ZZ. Nein, das ist auch nicht. Das stimmt nicht. Aber gut, das könnt ihr ja messen über euer Messenkoordinaten. Hier ist dann der Punkt, wo das Ganze an die Wand schließt. Wir haben die Möglichkeit. Ich mache mal die Perspektive aus, sonst haben wir hier so Schwierigkeiten. Hier nicht irritieren lassen, das ist der Absatztext, der muss am Anfang in 3D von mir gearbeitet werden, ist aber dann ein 2D-Text, wenn man absetzt. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Die Länge ist vom Mittelpunkt dieser Achse aus, also man sieht hier wirklich eine Durchtrennung, das ist der Mittelpunkt. Von hier bis hier ist auch die Länge. Und wenn ich das Ganze jetzt auf 2 Meter erstelle, also das haben wir jetzt gar nicht gesehen, die Änderung, machen wir 1 Meter, genau, dann wird das hier verkürzt. Wie gesagt, oben ist der Referenzpunkt. Wir haben die Möglichkeit, natürlich die Stückzahl zu erweitern, um den Abstand zum Beispiel 1 Meter. Natürlich wird das dann alles ausgewertet. Wenn ich hier 3 Stück mache und dieselben nochmal absetze mit 2 Stück, werden auch die ausgewertet. Ich habe momentan noch keinen Hersteller, deswegen könnt ihr hier einen Namen eingeben. Ich sage jetzt einfach mal Hersteller-X. Ihr habt hier die Möglichkeit, eine manuelle Eingabe für Zeile 2 und 3, zum Beispiel Artikelnummer, dann den Produkttypen. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr möchtet, ihr könnt es aber auch lassen. Ich schreibe jetzt einfach mal Synonym dafür, Zeile 1, Zeile 2. Und dann kann ich natürlich das Ganze wieder abspeichern als die JST1, weil ich in den Einstellungen hier JST eingestellt habe. Da gibt es ein paar Videos, wie man das Ganze abspeichern kann. Wie kann ich die Farben ändern? Also, das ist natürlich das Leichteste. Aber das lassen wir schön bei der 104 für die Einbauteilfarbe Nummer 1. Oder ihr nehmt die 100, das ist meine Logofarbe. So. Wichtig ist noch, der Anschlag hier besteht aus zwei Teilen: einmal die Anschlagsfläche oder die Anschlagmittel und einmal diesen Verbinderteilen. Diese Verbinderteile, die haben eine wichtige Rolle, denn die setzen den Mittelpunkt der Länge aus. Hallo, wo sind wir denn? Eieiei. Komm, zeigen wir das Ding. So, richtig nochmal. So, jetzt, das heißt, wir können mich den Punkt hier in der Z-Achse jetzt verschieben, indem dass wir den Verbinder hier breiter machen. Zum Beispiel, ich mache es jetzt mal extrem 0,50. Jetzt sehen wir, wow, jetzt ist auf einmal hier die Länge und der Abstand ist riesig. So könnt ihr euch herantasten, wie ihr es braucht. Aber ich sage jetzt mal, das ist eine Annäherung. Ja, genau. Und so könnt ihr eigentlich theoretisch jeden Hersteller nachbauen, den ihr möchtet. Hersteller X, Zeile 1, 2. Passt das Ganze und jetzt schließt man das Ganze, wir werten es einmal aus. Achso, ihr müsst die neue Mengenliste dafür hernehmen. Das ist die Version 13 für euch. Natürlich arbeite ich an anderen Versionen. Ich bin schon wieder weiter. Genau. Und ohne der 13 bekommt ihr auch nichts heraus. Also das Ganze ist erstmal auf Montageteile zu finden. Aber die Stückzahl wird sonst nur 1 sein. Ich habe natürlich aber hier ja 3 Streben angegeben. Deswegen hier mit der neuen Liste wird das auch angegeben. Wir haben hier die Länge 1. 100.0 und Zeile 1, Zeile 2 hier synonym stehen für eure Daten, die ihr anbringen wollt und auch den Hersteller. So, das war's auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe jetzt auf viele Kommentare, viele Likes. Und was soll ich als nächstes als Freeware für euch erstellen, wo ich wahrscheinlich auch keinen Hersteller gewinnen könnte, keine Ahnung. Oder wo ihr sagt, hey, den Hersteller schreibe ich jetzt selber an, denn ich will das in den Support sehen. Es macht ja auch Sinn.
Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.